Nicht erst die Unruhe um die Osterruhe hat die CDU in einen Abwärtsstrudel gezogen. Die Masken- und Korruptionsaffäre, dann die Niederlagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und das Corona-Management insgesamt haben die CDU nun in mehreren Umfragen unter 30% gedrückt. Und nun scheint nicht mehr ausgemacht, was doch immer so sicher schien, dass die Union auch den nächsten Kanzler wird stellen können. Deshalb bangen sie jetzt in Sachsen-Anhalt besonders, denn hier wird als nächstes gewählt, schon in 10 Wochen. Claudia Reiser berichtet aus Magdeburg. Wir sind eine Mitmachpartei, eine lebende Partei. Wir müssen eine Mitmachpartei sein. Wenn es um Inhalte geht, ist die CDU eine Mitmachpartei. Mantrahaft wiederholt die Sachsen-Anhalt-CDU den selbstgewählten Titel, versucht so auf dem digitalen Landesparteitag die Basis einzuschwören und zu einen. Die Basis, von der im aktuellen Landtagswahlkampf viel abverlangt wird. Tim Tessmann etwa, jüngster Direktkandidat der Partei, spürt auf der Straße regelmäßig starken Gegenwind. Ich habe das Problem hier bei den Gesprächen im Wahlkreis, den Leuten überhaupt noch zu vermitteln, was die da oben in Anführungszeichen machen. Das sind die Worte, die die Wähler hier bei uns so oder die Bürger gebrauchen. Man kann es auch nicht mehr erklären, weil es teilweise sehr, sehr undurchsichtig geworden ist. Mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Juni geht es für die gesamte CDU in die nächste Bewährungsprobe, die letzte vor der Bundestagswahl. Die Wahlpleiten im Südwesten, Maskenaffäre und der Corona-Zickzack-Kurs sind dafür keine guten Ausgangsbedingungen. Ministerpräsident Haseloff, der wieder als Spitzenkandidat antritt, versucht durch eine klare Abgrenzung von Berlin zu punkten. Wir sind für uns in Sachsen-Anhalt unterwegs. Klar kann man sich nicht herauslösen aus dem Gesamtgeschehen. Aber Fakt ist eins, es sind unsere Themen, es sind unsere Probleme. Es geht um unser Land. Wir wollen einfach da, wo es möglich ist, eigene Wege gehen. Die Altmark ist nicht Berlin. Der Burgenlandkreis ist auch nicht Berlin, sondern wir sind Sachsen-Anhalt und wir wollen Lösungen für Sachsen-Anhalt. Der Sachsen-Anhalt-Weg hieß in der Vergangenheit nicht nur Alleingänge bei den Corona-Maßnahmen. Einzelne Parteimitglieder liebäugelten auch offen mit einer Zusammenarbeit mit der AfD. Beim Parteitag heute will der frisch gewählte Landesvorsitzende davon nichts wissen. Mit Sven Schulze wird es auch im Landtag von Sachsen-Anhalt keine Koalition mit der AfD geben. Das sage ich ja ein für alle Mal. Doch Parteimitglieder, die sich in der Vergangenheit AfD-freundlich zeigten, erhielten wieder vordere Listenplätze. Brüche also nicht nur zwischen Bundes- und Landespartei, Brüche auch innerhalb der Landes-CDU. Die Basis sieht das als Gefahr. Wenn wir uns selber weiter zerstreiten, dann wird das ein fatales Wahljahr. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen. Ob in Bund oder Land, in der CDU zeigt sich aktuell, Mitmachpartei heißt eben nicht automatisch Teamplay-Partei.